Moin, moin und heidi ho, ihr Lieben. Willkommen zurück bei Harveys neuen Augen. Wie ihr seht, wir sind in dem dritten Kapitel angelangt, der Anstalt. Wir haben unseren Schlüssel wiedergefunden. Und dann wollen wir mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Ein Schlauchboot hatte sich im Gitter der Kanalisation verfangen. Die Leute spülten doch die seltsamsten Sachen herunter. Dann gehen wir mal weiter gucken. Tür. Gucken wir aber erstmal weiter. Okay. Da ist nichts. Na gut. Dann gehen wir mal in die Tür. Die Tür war fest verschlossen. Gut, dass wir den Schlüssel wiedergefunden haben. Oh. Ah! Na, wen haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Bleib schön stehen, hörst du? Nein! Stehen! Ich erwisch dich doch sowieso! Nein! Ja, verdammt! Warum entwischen mir die Kinder immer? Ich sollte mehr Sport treiben. Es scheint ja häufiger irgendwie Kinder entführen zu wollen und richtig schön fand ich es, dass auf seinem Pulli Phantom steht. Dann rudern wir doch einfach mal. Probieren wir es mal. Oh, das geht aber langsam. Das geht aber langsam. Das Phantom bewacht die Tür. Das ist schon mal schlecht. Ach, da bist du. Na, warte. Hey, komm zurück! Und versuchen wir mal vor dem abzuhauen. Gib mit auf, du kannst mir nicht entkommen. Schon gar nicht gegen die Strömung. Aber vielleicht mit der Strömung. Hey, komm zurück! Auf zum Anleger. Schnell, Lili, beeil dich. Oh, Lili, beeil dich. Ah! Triumphierend erklomm Lili die Leiter. Juhu! Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Im letzten Mal ging es raus. So dies... Oh nein! Ah! Was ist das? Okay. Obwohl sie kurzzeitig von einem schwebenden Energy-Smarty abgelenkt war, erreichte Lili die rettende Kante. Juhu. Keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Nein! Gestärkt von dem Energy-Smarty konnte sich Lili an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Gut, dass wir den Energy-Smarty gegessen haben. So, wir sind im Heizungskeller. Den kennen wir ja irgendwie schon. Aber er hat sich etwas verändert. Jetzt haben wir nicht nur einen Heizkessel, jetzt haben wir ganze vier. Und überall gibt es einen Lochkartenschnitz. Und da ist eine Lochkarte. Sehr schön. Kommen wir hier runter? Nee. Wir können tatsächlich nur diese Lochkartenschlitze bedienen. Na gut, dann machen wir das doch mal. Das war wohl die falsche Karte. Oh.
Das war wohl die falsche Karte. Das war wohl die falsche Karte. Oh Mann. Ist ja typisch, dass es immer der letzte ist. Dann klettern wir da mal hoch. Oh, guck mal, wer da ist. Da ist Herr Mantel. Hallo, Herr Mantel. Wer hatte Angst vorm schwarzen Mann? Richtig. Lilly war es nicht. Interessant. Es wird ja, wurde ja groß diskutiert, dass hier Wer hat Angst vorm schwarzen Mann so rassistisch ist, weil damit wohl Menschen vom afrikanischen Kontinent gemeint waren. Das Witzige ist, ich in meiner Kindheit habe damals nie an dunkelhäutige Menschen gedacht. Beim schwarzen Mann. Ich musste wirklich immer an so eine düstere Gestalt denken. Sogar blass, ne? So dunkel angezogen, blass, so nach dem Motto der Tod. Also das war meine Assoziation mit dem schwarzen Mann. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Assoziationen mit dem schwarzen Mann hattet. Das Witzige ist, ich habe schon mehrere Personen aus meinem Freundeskreis gefragt und denen ging es allen gleich. Fand ich sehr faszinierend. Ne? Also bevor diese Diskussion aufgekommen ist, habe ich da nie drüber nachgedacht, dass damit ein farbiger Mensch gemeint sein könnte. Also wirklich gar nicht. Das ist mir nie in den Sinn gekommen. Na gut. Hey! Das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Ich finde das nicht sehr überzeugend. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der gute Herr Mantel nicht so den toll den Ruß findet. Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße, jawohl. Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken sind nie wieder rausgegangen. Meine Kleidung ist schwarz und speckig. Meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bertram. Ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Okay. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Jetzt ist mir alles egal. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrn Mantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Okay, ich esse meine Gummibären auch immer ohne Serviette. Rebellion! Heinrich, isst du deine Gummibären mit oder ohne Serviette? Heinrich hört mich nicht. Er schießt gerade Schiffe ab. Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnenweben, den Stau und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ja. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp! Ich will es gar nicht wissen. Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Was ist mit Edna? Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Ja, das könnte Edna gewesen sein. Ich habe das Gefühl, wir müssen dem guten Herrn Mantel einen Staubwedel besorgen. Gehen wir mal erstmal aufs Dach. So, oh, da ist der Bienenmann. Der Bienenmann. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lilly von hier aus nicht hören. Ja, vielleicht sollte Lilly dann mal etwas lauter reden. Lilly hatte noch nie so einen traurigen Mann im Bienenkostüm gesehen. Aber sie kam ja auch nicht weit rum. Na gut, dann gehen wir mal wieder rein.
da ist ein Staubwedel. Die Idee war gut, aber Lilis Arme waren zu kurz. Oh, guck mal, das Stuhlbein, das ist Stuhlfried. Da ist Stuhlfried Stuhlbein. Ein Stuhlbein diente hier als Riegel. Garantiert steckte eine interessante Geschichte dahinter, die Lilly nie erfahren würde. Da lag eine Scheibe Schweizer Käse. Im Kloster gab es nie Käse, meistens nur Löcher. Hehehe. Und wisst ihr, was so eine Käsescheibe hat? Natürlich Löcher, hat sie ja gerade, wurde ja gerade gesagt. Und? Das heißt, es ist eine Lochkarte. Mal gucken. Geil! Klappt sogar. Hihi. Los zum Wartungsraum. Yay! Lilly hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Ups. Nun war es spitz wie ein Messer. Hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. So, Staubwedel. Pizzaflyer. Eine Kreditkarte. Oh Mann, was es hier nicht alles gibt. Und Essen. Ich will eine Pizza. Kann ich eine Pizza bestellen? Willkommen bei Spermis Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Alsteinsberg 1, ist das richtig? Ja. Ich nehme an, wir sollen Sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Mhm. Was? Ja. Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung, ja. Bitte? Also einmal aus. Machen wir fertig. Es dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch. Okay, aber ich würde sagen, wir geben erstmal Herrn Mantel seinen Staubwedel. Bevor ich das vergesse, dass wir das noch machen wollen. Was hast du da? Einen Staubwedel? Ja. Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein, egal wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Nur für einen kleinen Augenblick. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? Natürlich. Jetzt gib ihn schon her. Was für eine Erleichterung. Und schau mal, ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wieder gefunden. Hier, nimm es ruhig. Du hast es dir verdient. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür ich es gebrauchen kann, aber für irgendwas werden wir es schon gebrauchen können. Ja, dann gehen wir doch mal hier lang. Da ist eine Pizza. Und da ist Harvey. Ey. Hey. Nein, das Phantom. Überrascht mich, wiederzusehen. Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Lilly konnte die Augen des Phantoms nicht sehen. Sie ging einfach mal davon aus, dass sie böse funkelten. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Ja. Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte der lustige Hase reagieren. Vielleicht möchtest du eine Pizza? Das Phantom sah nicht aus, als sei es bereit, sich auf einen Handel einzulassen. Sehr gut. Okay.
Was können wir denn hier überhaupt alles? Okay. Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Lilly hatte den Eindruck, dass diese Dämonen immer größer und gefährlicher wurden. Na, du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Ja. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Bla bla bla. Das wäre ja ein tragisches Versäumnis. Warte, wo war denn... Hier war doch gerade irgendwo Gitterstab. Ey! Ja, lauf ruhig weg. Nächstes Mal erwische ich dich. Aldrin Zingso. Nimm ich das hoch. Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen. Wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Dann wollen wir ihn mal kitzeln. Lass das. Er bewegt sich. Kille, kille, kille. Lass das. Du verflixte Göre. Schau doch, was du angerichtet hast. Jetzt steh da nicht so rum. Tu etwas. Ich darf aber nicht mit spitzen Gegenständen spielen. Oh, danke. Das war knapp. Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit spitzen Gegenständen zu hantieren. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Juhu! Ich mag ja hier diese Harveys.